Herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an die Partie heute gegen den FC Erzgebirge Aue. Ich darf ganz, ganz herzlich Carsten Müller, den Gästetrainer, begrüßen. Herzlich willkommen. Natürlich auch unseren Coach. Hallo Mitch. Und ja, das Statistische zuerst. 3:2 der Endstand für den Sportclub Verl. 1.175 Zuschauer waren heute an diesem Sonntag im Stadion. Und jetzt freuen wir uns über die Statements der beiden Trainer. Und da hat der Gästetrainer Carsten Müller das erste Wort. Bitteschön. Glück auf. Zunächst erstmal Glückwunsch dem Trainer und deinem Team zum verdienten Erfolg. Wir haben uns sicherlich das Spiel anders vorgestellt, sag ich mal, wie wir letztendlich dann noch aufgetreten sind. Gehen zwar in Führung, aber haben da schon gemerkt, dass wir einfach auch nicht diesen Zugriff, nicht diese Zweikampfintensitäten auch in den nächsten Minuten dann auch geführt haben, wie wir es uns vorgestellt haben. So ist es einfach uns immer wieder einen Schritt zu spät gekommen. Laufwege einfach auch zu groß gewesen, die Lücken auch zwischen den einzelnen Ketten viel zu groß gewesen und ja, und dementsprechend auch eine Halbzeit zum Vergessen für uns. Zweite Halbzeit dann auch klare Worte auch in der Kabine auch miteinander gefunden. Ich denke schon, dass wir dort einfach auch dann ein Stück weit auch besser im Spiel waren. Aber am Tagesende ist es so, dass wir einfach auch dann trotz den ganzen Bemühungen, die wir hatten, auch nach der Herunterstellung am Tagesende, glaube ich, heute nicht verdient hätten, die 3 Punkte auf unserer Seite auch mit einzufahren. Leidenschaft, Bemühen, Kampfkraft, alles da, zweite Halbzeit, okay. Aber wir müssen uns schon die Frage stellen lassen, warum wir das eben einfach auch über den ersten 45 Minuten nicht so einfach auch aufs Trapez gebracht haben, wie wir es einfach auch wollten für uns. Und die Pferde haben es gut gemacht, haben die Lücken erkannt, haben sie gut gespielt und haben dann auch mit ihren Standardsituationen auch letztendlich immer die Gefahr ausgestrahlt, die wir zu verhindern wollten. Das haben wir nicht geschafft und dementsprechend ist das Ergebnis heute auch so, wie es gekommen ist. Danke. Ja, das waren offene und ehrliche Worte von Carsten Müller. Vielen Dank dafür. Mitch, deine Sichtweise auf die Partie. Ja, hallo erstmal zusammen. Erstmal danke für die Glückwünsche. Die nehmen wir natürlich gerne an. Ich wollte heute gar nicht so viel über das Spiel reden. Ich glaube, wenn man uns über die Saison hinweg sieht, dass wir es immer wieder geschafft haben, in schwierigen Situationen noch mal näher und enger zusammenzurücken, dann ist das, glaube ich, auch so ein Ding, was auch mal erwähnt wird, dass wir im Verein hier wirklich alle enger zusammengerückt sind. Wir sind noch mal geschlossener aufgetreten und haben uns halt von nichts irgendwie beirren lassen. Und an der Stelle, glaube ich, gilt auch mal so ein Lob, weil man sieht, glaube ich, immer mich in den Pressekonferenzen oder in irgendwelchen Interviews, aber das Team dahinter ist umso wichtiger bei uns. Also wie gesagt, ihr könnt mir glauben, der Matchplan oder sonst was, das ist nicht meine Baustelle, sondern das machen ganz andere Leute, wie zum Beispiel Dani Jara-Cortina oder die Standards da mit Sergej Schmieg, der das macht, die auch viel, viel besser geworden sind. Die Analyse mit Yannick Steringer, das Torwarttraining mit Finn Müller, ich glaube, die Leute, denen geht auch immer den Dank, weil ich höre immer nur meinen Namen und ja, da muss man auch mal ein bisschen, glaube ich, demütig sein, weil ich bin vielleicht okay, der vorne steht, aber hinter mir stehen, glaube ich, mindestens 10, 15 Leute, auch ein Raimund Bertels oder ein Sebo Lange, die uns nicht irgendwie Stress gemacht haben, wenn wir irgendwie mal nicht gewonnen haben oder mal 3, 4 Spiele hintereinander nicht gewonnen haben. Und deswegen wollte ich jetzt mal die Chance nutzen, denen mal Danke zu sagen und natürlich die Truppe, die Woche für Woche am Limit arbeitet und nicht nur hier am Samstag oder am Sonntag, sondern halt auch unter der Woche. Und das war eigentlich so mein Statement für das Spiel. Deswegen glaube ich, sind wir sehr zufrieden. Wir nehmen die Situation gerade so, wie sie ist, genießen das natürlich auch, aber ich kann euch eins versprechen, wir werden kein Millimeter weniger machen, sondern eher das Gegenteil. Dafür sind wir ein eingeschworener Haufen und ich glaube, das ist mal der richtige Zeitpunkt, den Leuten nochmal Danke zu sagen und warum das alles hier so gut funktioniert gerade. Vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Ich gönne euch, dass ihr schnell wieder den Turnaround schafft zu der Situation, wo ihr vor 1, 2 Wochen wart, weil ich glaube, da haben euch auch viele, viele Mannschaften oder viele Leute schon irgendwie abgeschlagen gesehen. Das hast du meiner Meinung nach absolut geschafft. Das gönne ich auch weiter, weil so ein Verein, so ein Team, wie ihr habt, ja, ist eigentlich schön, in der Liga zu haben. In meinen Augen gehört ihr noch eine Liga höher mit der ganzen Fanbase und mit dem ganzen Drumherum. Deswegen wünsche ich euch alles Gute und ich wünsche euch den nächsten 3 Jahre nächste Woche. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für dieses starke Statement, Mitch.